Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einem Watchface für Wear OS, dem Watchface Nike Fans 8 oder Nike Fans 8. Jetzt muss ich schon wieder gucken, wo man die Daten findet, auch Leute. Aktuelle Versionsnummer variiert je nach Gerät, erforderliche Android-Versionsnummer variiert je nach Gerät auf der Galaxy Watch 4 ist das die Versionsnummer 1.0.0, erfordert Android 9.0 oder höher, 3 MB groß. Und bei 43 Gesamtbewertungen, eine Durchschnitts-Sternebewertung von 4,0 von 5 Sternen. Es ist, der Name sagt es schon, ein sportliches, digitales Ziffernblatt für Nike-Fans. Viele Farben, sportlicher Stil, mehrsprachig, zwei anpassbare Tippzonen für schnellen Zugriff auf Apps oder auch einfach App-Shortcuts und zwei anpassbare beziehungsweise Komplikationen und zwei anpassbare Apps. Das sind dann die App-Shortcuts, um Apps schnell zu starten. Und dann wird zum Beispiel euer Datum angezeigt, die Uhrzeit angezeigt. Ihr könnt, Weltzeit, Uhrpuls und Sonnenuntergangs, die Batterielaufzeit und die Schritte zum Beispiel anzeigen lassen. Und dann noch irgendwie Schnellzugriff auf Telefon und Samsung Health oder WhatsApp oder was auch immer ihr da haben möchtet. Ich finde das ein ziemlich nettes Watchface, jedenfalls für manchmal, also als Daily Watchface nicht, aber so für manchmal, wie gesagt, ein ganz nettes Watchface. Nike Fans 8. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.